Einen wunderschönen guten Morgen hier in meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir fahren hier gemeinsam LKW im Euro Truck Simulator 2. Wir sind in der letzten Folge nach Warschau gefahren mit Borsäure und haben uns auch unseren ersten eigenen LKW schon gekauft. Und jetzt gucken wir mal, wohin wir so hinfahren können. Wie gesagt, das geht jetzt wieder weiter von Warschau. Mal gucken, wo wir hinfahren. Immer noch mit dem alten Lenkrad, also alles immer noch hakelig. Ja. Aber bald wird's besser. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Video und dann würde ich sagen, auf nach Polen. Sehr schön. Gut. Was gibt's denn heute für nette Aufträge, die wir mal fahren können? Wo sind wir denn überhaupt gerade? Ich glaube, wir sind gerade in Warschau, richtig? Ja, schnelle Aufträge. Wollte ich nicht, ich wollte da. Warschau sind wir. Von Warschau nach Kaliningrad. Ah, Bagger ist ein bisschen arg schwer. Wäre natürlich geil vom Preis her, aber Nüsse nach Växjö, Boote. Ja, so einen schweren Kram will ich eigentlich nicht durch die Gegend fahren. Barrels nach Ostrau. Okay. Ahornsirup, 17 Tonnen Ahornsirup für Obi. Okay. Obi gibt jetzt auch Ahornsirup. Kann natürlich Ah, der Bagger ist zu schwer. 30, 52 Tonnen, das ist zu schwer. Das packen wir mit der Zugmaschine noch nicht. Dafür ist die Maschine noch zu klein. Ich würde ja fast sagen, dass wir echt, aber 20 für. Oder nochmal hoch nach Schweden. Kurzstrecke nach Oppeln, zwar aber die Boote 3 Tonnen nur. Wird gehen, ne? Eben schnell 3 Tonnen nach Oppeln fahren, das kriegen wir wohl hin, glaube. Wollen ja ein bisschen Cash machen. Was hat denn den höchsten Preis? Karotten nach Kalmar. Gut, das sind alles Sachen rüber nach Stettin wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter nach Süden. Ein bisschen andere Richtung, andere Länder. Das ist gute Frage. Warschau. Ich würde sagen, wir machen das Ding hier. Fahren die Fässer nach Ostrau. Einmal runter nach Tschechien und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht hier so Richtung Moldawien mal runterfahren. Das machen wir. Den Job nehmen wir. Sehr gut. Lenkrad mal wieder. Ah, genau. Den brauchen wir natürlich auch hier. Tracker R auf den Kopf setzen. Ist auch was sehen in den Kurven. Fährt sich einfach viel angenehmer mit. So, einmal zurücksetzen. Genau, wir wollten ja als allererstes, bevor wir da hinfahren, wollten wir ja erstmal hier uns so ein. Ich habe ja schon das neue Dash gekauft und ich wollte ja hier unbedingt ne. Da ein schönes. Da kann es aber am besten stehen. Ich habe jetzt nämlich nochmal einen Mod installiert, der mir so ein paar mehr Goodies hier, ein paar mehr Teile, die du da reinbauen kannst. Viel, viel Blödsinn bei jetzt Speederbike. Also das ist ganz witzig, Pokémon. Ein Gabelstapler, weil jeder hat einen Gabelstapler dabei, ein DeLorean. Aber was mich hauptsächlich interessiert hat, ist das Ding hier. Weil da steht es schon fast zu weit drüben. So. Dann hast du nämlich da schön das GPS, wobei das ein bisschen arg groß ist. Kann ich es vielleicht hier hinhängen? Geht das? Das ging, glaube ich, auch, ne? Ja, das sieht doch viel besser aus. Das sieht viel besser aus. Dann würde ich sagen, hauen wir das Ding hier weg. Das sieht doch viel cooler aus, wenn das da hängt. Aber mal gucken, ob wir noch eins kriegen, wo wir noch weiter runterkommen. Mit den Dingern. Scheint nicht, ne. Aber ich würde es statt da, würde ich es tatsächlich dann dahin hängen.
Die türkische Flane wollte ich jetzt nicht. Ach so, der ist bloß ein bisschen kleiner. Macht vom Preis aber keinen Unterschied. So, da kommt dann unser Tablet GPS hin. So. Dann haben wir das. Hier vorne kommt noch ein ganzen Schwung, wobei da sieht das doof aus. Will ich da nicht haben, kommen auf der anderen Seite den ganzen Schwung Telepass-Devices. So. 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 Nee, sieht auch doof aus. Können wir hier oben, können wir noch. Da gibt es noch nichts für. Ambient Lights. Nee, lass mal. Hier können wir bestimmt noch eine Dashcam oder so einen Scheiß hinhängen, ne? Ne, aber ein CB-Radio können wir da hinhängen. Guck mal, CB-Radio ist nie verkehrt. Und was ich jetzt auch habe, was ich ja letztes Mal sagte, was ich ein bisschen doof fand, was mir fehlte. Ich habe jetzt die schönen dicken Hellerlichter. Aber die schrauben wir noch nicht drauf. Das kostet ja alles Geld. So, dann haben wir jetzt ein vernünftiges GPS da oben drin. Dann brauche ich nicht mehr mal das blöde Overlay anmachen. Dann kann das nämlich auch. Ach so. Okay, here we Okay. go. Here we go. Huch, mein Force-Feedback ist an. Das machen wir mal aus. Gut, wie konnte ich da die Zoom-Stufe ändern? Ging das hier drüber? Huch, das wollte ich nicht. Nein, es ging nicht da drüber. Nein. Muss ich mal in die Optionen gucken, ist schon ein bisschen her. Anzeigemodus da, Navi-Kartenmaßstab ändern. Was ist denn? Oh, ist die Rundumleuchte, das ist blöd. Die brauchen wir dann nämlich noch. Wobei Blinker rechts haben wir auch nicht mehr drauf. Radarleuchte habe ich aber auch nur auf dem Dings, ne? Die Radale leuchtet nicht auf dem Dings, genau. Dann muss die hier auch nicht mit drauf sein. So, dann kann das da auf O. Alles klar. Gut, dann können wir hier einmal zack. So. Licht an. So, ich habe wie gesagt auch das Cockpit letztes Mal geupdatet, weil. Das Get finde ich ready to jetzt turn left. schöner. Und wir haben jetzt Weitwinkelspiegel, habe ich auch noch dran geschraubt. Turn left. Also die zusätzlichen da oben, der obere. Den hatte er vorher nur rechts, jetzt hat er es auf beiden Seiten. Finde ich ganz gut, dann siehst du auch, wo du hinfährst. Turn right. Huch, was war das? Get ready to turn right. Get ready to turn right, yes sir. Ich muss noch ein bisschen näher ans Lenker dran hier. So. Hier soll ich reinfahren? Turn Alles right. klar. So, da Get rein? ready to Nee. turn right. Beim nächsten, ne? Die Kurven ganz so eng hier. Turn right and then turn right. Turn right and then turn right, yes, sir. Hier rein. Warum ist das ein Gerumpel hier? Warum müssen sich alle 3 Meter Speedbumps? Here we are, Here we are, safe my and friend. sound. Yes, safe and sound. Aufträge. Gibt keine Aufträge hier? Ja, es lädt noch. So, wir hatten gesagt, die Barrels wollen wir fahren, ne? Die wären natürlich, aber das ist zu viel Gewicht. 22 Tonnen. Brauche ich mit der Maschine nicht versuchen. So. Da steht er doch schon. Vordrücken. Das hat nicht gesessen. Zu weit links oder zu weit rechts? Ah, das ist nicht mittig genug, wa?
fahre jetzt nach Spiegeln, die sieht man natürlich im Video nicht. Immer noch wieder daneben, das gibt's doch nicht. Ready to roll. Jetzt aber. So. Das müssen wir noch ein bisschen üben. So. Achso. Gang einlegen soll nicht schaden, habe ich gehört. Das hilft beim Losfahren. Fährt so schlecht, wenn man keinen Gang drin hat. Aber mit dem Radlader da rauskommen ist bestimmt auch witzig. Der engen Einfahrt hier mit dem hohen Radlader. Get ready to turn right. Ja. Turn right. Ich bin quasi ready to turn right. Das Verkehrsschild nieten wir jetzt mal um. Erwischt haben wir es auf jeden Fall. Naja. Ist dann Get eben ready so. To turn right. Jawohl. Mal ausholen, wa? So. Get ready to turn right. Jawohl. Turn a bit right. Jo. Schick gemacht hier. Gefällt mir wohl. So. Mal fein 40 fahren. Get ready to turn right. Jo. Hier hat einer die Textur ein bisschen versemmelt. Sieht ein bisschen komisch aus, der Fußrichter. Turn right. Jawohl. Immer mal schön nach right turn. Das schaffen wir ja 100 Mal. Oh, ein bisschen geleckt. Naja. Haben wir ihn jetzt ausgebremst? Nö. Er ist weg. Wo ist er hin? Da ist er. So. Ist das hier rechts Parkplatz? Da könnte auch eine Firmenzufahrt sein. Keep left. Keep left, jawohl. Soll ich da hinten gleich links abbiegen, aber? Das hätte er mir auch mal erzählen können, dass ich hier die linke Fahrspur nehmen soll. Naja. Ist ein bisschen knapp, egal. Ach, guck mal, wenn ich auf der Tastatur. Ah, weil ich da wahrscheinlich andere Steuerung nehme, ne? Ja. Auf der Tastatur meinen Tracker eher zurücksetze, dann verreißt er mir nicht komplett. Oder stellt er mir nicht das Getriebe auf Leerlauf. Darf ich denn hier? Das kann ich da auch leider gar nicht vernünftig erkennen. Das Tablet ist zu klein, was da hängt. Go Muss straight. Ich doch unten hinstellen, das ist ein bisschen größer. Na, 80 werden wir ja wohl dürfen, wa? Stumpf von aus, also ich darf nachgucken. Ja, dürfen wir. Gut. Wie lange? 363 Kilometer. Was hat's hier? Jetzt. Aha. Wie? So.
Hier waren wir schon mal. Da sind wir da oben über den Bügel da, über den Bogen da links gefahren. Auf dem Hinweg sind wir hier schon lang gefahren, ne? Warum ist der so langsam? Mann! Hier ist 80. Hätte natürlich auch bremsen können, aber da hatte ich jetzt gerade keine Lust zu. Jetzt hier den Tempomaten rausgenommen. Ach, ich habe wieder das Bremspedal angetippt. Ja. Ja. Sprit haben wir noch. Oh, drei Viertel. Gucken wir locker mit hin, ne? 568 Kilometer. Ist das die Reichweite oder ist das meine, nee, das ist meine gefahrene Strecke. Bis 0 zeigt er gar nicht an. Doch da, 2430 Kilometer mit einem Tag. Ist ein bisschen viel, oder? Schaffen die wirklich so viel? Kann ich mir nicht vorstellen. Diese Verbrauchsanzeige ist auch ziemlicher Schwachsinn. Kilometer pro Liter ist, naja. Ah, das kommt wahrscheinlich aus dem Englischen, weil die rechnen ja in Miles per Gallon. Und, dass es auf 100 hochgerechnet wird, das ist hier ja nur so. Oder dass man sagt, so viel Liter braucht 100 Kilometer. Das rechnen die Briten und Amerikaner ja anders. Hier schon wieder. Ist wieder Zoll. Ach, hier bauen sie gerade die Zollstelle, ne? Ja. Ey! Haben die Autos keine Bremslichter hier? Die haben doch Bremslichter simuliert, oder nicht? Ja. Dann hat er wohl keine gehabt. Oder bei der KI wird das nicht dargestellt? Das war das Blumenbeet. Entschuldigung. Keep left and then turn right. Keep left and then turn right. Turn right. Ach du Knallfrosch. Er hat keep doch gesagt. Right. Er hat doch gesagt, keep left. Das war doch Left, was ich, wo ich lang gefahren bin. Hätte er Keep Right sagen müssen. Naja. Also nicht blind auf den Typen verlassen, sondern auch selber aufs Navi gucken. Das sind
Pumpe oder hat er da drauf gehabt? Irgendwas komisches. Da ist er schon wieder 80, ne? Ja. Oh, ich muss echt mal ein neues Lenkrad haben. Naja. Das ist so ausgelutscht mittlerweile. G29 wäre nicht schlecht, aber 200 Euro. Mein Dukatenesel ist gerade krank. Leider. Also, ich habe keinen. Sonst wäre das ja kein Ding, aber naja. Könnte man halt auch mal so eine feine Korrektur machen und müsste nicht immer gleich so klack, klack. In der neueren Lenkräder ja auch einen richtig schönen Lenkradius von irgendwie, ich weiß nicht, die Logitech-Dinger haben 900 Grad Drehradius. Meins hat, glaube ich, 90. Na, sagen wir 100 Grad. Das kann ich auf 100 Grad einschlagen. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger Präzision drin. Ne? Go straight. Go straight, okay. My friend. So. Das ist hier auf der Strecke doch angenehmer, wenn man alles sieht. In der Stadt kann man da besser ein bisschen ranzoomen, aber hier draußen. Schön hier, sind wir noch in Polen? Ja, wir sind noch in Polen, ne? Ich weiß zwar nicht, warum sie ihre Heuballen wie kreuz und quer auf dem Feld verteilt haben, oder ihre Strohballen, aber vielleicht macht man das in Polen so. Krumm und schief. Ich kenne das nur so, dass sie immer so einigermaßen in einer Reihe liegen und in der gleichen Richtung, weil die Presse fährt ja in die gleiche Richtung. Schöner kleiner Rastplatz hier. Schön. Oh, Radio, Radar Control. Hallo, Radar Control. Hier der Audi, der war bestimmt zu schnell. Der Trailer ist ganz schön breit. Schön ganz viele Stücke der Maschine überweg. Naja. Oh, siehst du, nicht nur ich bin müde, auch mein Charakter wird müde. Es wäre eventuell nochmal eine Maßnahme manuell zu schalten, aber. Nicht gut. Was ist das denn da? Köln? Nee, Köln hat nur zwei Spitzen. Das ist ein Umschaltknopf, umschalten manuelles Dingsgetriebe. Ist aber egal, ne? Kann man auch so laufen lassen. Geht das hier so hoch? Alter Schwede. Muss der. Kleine Hobel aber sich quälen. Naja. Weil das ist das erste, was man kauft, ne? Größere Maschine rein. Das muss ich ja rechnen. Ja, wir schlafen fast ein, ich weiß.
Pause in einer Stunde. Wir brauchen noch 2,5 bis nach. Wo fahren wir hin? Nach Ostrau. 2,5 Stunden bis nach Ostrau. Go straight. Go straight. Nicht nach Katowice. Ne, nach Katowice, ne? Rechts links nach Opole. Ja. Ich würde sagen, da an die Tanke, da fahren wir mal ran. Legen uns mal kurz eine Stunde hin. Damit wir dann gestärkt nach Katowice, nach Ostrau. Da, wo wir hinfahren, starten können. Tanken müssen wir noch nicht. Wir stellen uns da hinten hinter den Bus, stellen wir uns auf die Spur da hinterm Bus. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Schlafen schön um 10 Uhr abends weiter. Auf geht's. Die letzten, was sind das? 200 Kilometer? 140 Kilometer. 0 Uhr 26 sind wir da. Passt doch. Meckern die da? Ja, scheint also weit genug weg. Trotzdem, wir wollen ja reinblenden. Außerdem ist es ja nicht so extrem dunkel. Aber da hinten links wäre noch ein Auto auf. Okay, wo sind wir denn hier? Ach nee, das ist so ein Steinbruch. Ja. Gibt es in Katowice wohl einen Steinbruch? Eine Wildbrücke. Es gibt echt viele davon in diesen auf der Karte. Das so realistisch ist. Nee. Ja. Ah, eben Schluck Kaffee. Kaffee ist immer gut. Kaffee rettet Leben. Also die von den Leuten, die mir begegnen, wenn ich noch keinen Kaffee hatte. Hui, ist das wohl so ein... Würde mich mal interessieren, ob das so ein random Encounter ist, die es hier jetzt geben soll. Oder auch viel geben soll. Achso, da geht die Autobahn dann einfach mal schön auf eine Ampel zu. Oder war die Autobahn da zu Ende? Na gut, gibt's halt in Emden auch, ne? Fährst du auch schön auf die Ampel zu. Apropos Emden, die hatten überlegt, ob sie Emden mit reinnehmen. Haben sie es mittlerweile gemacht? Ich mal kurz auf die Karte gucken. Groningen, Bremerhaven, ne, haben sie nicht. Hätte ja sein können, weil das war nämlich mal im Gespräch, für die Karte, dass sie Emden mit reinnehmen, weil sie hier oben noch eine Stadt gesucht haben. Das würde sich ja anbieten mit dem großen VW-Werk. Das wird sich dann ja. Habe ich jetzt aus Versehen irgendwo einen Weg eingebaut, den ich nicht haben wollte? Nein, wir fahren weiterhin geradeaus durch nach Ostrau. Okay. Alles klar. Ach, es ist Nacht, die Ampel geht aus, okay. Von rot auf aus, was ist das für eine Logik?
Oder sie hat sich jetzt gerade. Wir haben vielleicht auch gerade mitgekriegt, dass sie sich jetzt gerade ausgeschaltet hat. Das kann natürlich sein. Schon wieder eine Ampel. Go straight. Okay, go straight, my friend. Yes. Krakau, Krakau ist doch. Ist Krakau nicht schon Tschechien? Oder ist das noch Polen? Die Krakau ist noch. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Warum fahren wir langsam? Ach, deswegen. Ja. Wir müssen alle nur dicht machen, dann kommt er gar nicht raus, der Polizist. Jetzt merkt man wieder, dass mein Motor wieder zu klein ist. Ich komme hinter dem Kollegen da vorne gar nicht hinterher. Ich fährt aber auch nur 60. Warum fährt er nur 60? Dann machen wir mal ein kleines Elefantenrennen, wa? Da habe ich ja nur gar keine Zeit für. Keep right and then exit right. Okay. Richtung Brno. Okay, Krakau ist noch Polen. Ich bin nämlich gerade Krakau CZ gestanden. Ihr habt gelernt. Was soll ich ankommen? Muss ich ja quasi da sein. 0:23 stand da, glaube ich, ne? So, ja, da hinten ist es ja schon. Guck mal. Das Haus da rechts, wa? Könnte sein. Dann sind wir ja quasi schon da. Let me over. Speichere. Keep left. Okay. Tschechien und Polen ist beides EU, ne? Beides Schengen, ne? Brauche ich keine Grenzkontrolle befürchten. Gut. Ist das da die Grenze? Ich schätze mal, diese Brücke da ist die Grenze. Ne, da hinten ist die Grenze. Guck mal. Schön, da hinten mit der Kirche. Kann man da wohl ran? Komme ich da wohl hin jetzt, wenn ich nach? Ich weiß es nicht. At the roundabout, take the first exit. So, haben wir hier. Ah, ist zu niedrig. Schade, ich dachte, ich kann gucken. Ah, Tschechien hat mittlerweile auch Abblendlichtpflicht. Cool. Ist ja leider was, wo man sich in Deutschland schwer mit tut. Dieses blödsinnige Tagfahrlicht, wie es hier in Deutschland gibt, das ist ja völliger Schwachsinn. Also hinten die Lampen anmachen und nicht diesen Quatsch, nur vorne Licht. Muss ich ganz normal Abblendlicht fahren. Das ist meiner Meinung nach sicherer und besser, aber gut. Das entscheiden Leute, die selber wahrscheinlich nie selbst Auto fahren müssen. Oh, Werbung für Workshop-Uploader. Okay.
Huch, hier hat sich einer gedreht. Erster Aufenthalt in Ostrau. Go straight. Go straight, geht nicht, ist rot. Make more green so we can go straight, my friend. So, ich würde sagen, die restlichen Meter können wir auch ohne Tempomat unterwegs sein. Das machen wir von Hand. Ich brauche dringend dickeren Motor. Keep right. 500 PS müssen da mindestens rein. Hier müssen wir rein, glaube ich, ne? Ja, sieht gut aus. It's all over now. It's all over now. Wollen sie den Mist hinhaben? Da wollen sie den Mist hinhaben. Alles klar. Die Stützen hinten der Trailer? Tatsache. Wofür das denn? Ach, weil das ein Silo-Trailer ist. Okay. Ja, das macht Sinn. Jo, das wird witzig jetzt. Ach, du Hilfe. Das tust du wie im Sack. Oh Gott, oh Gott. Da geht aber. Guck. So, wie ein Profi. Wie ein Profi. Zack. Hervorragend. Abkuppeln. Mal sehen, wie viel Kohle es da jetzt für gibt. Sehr schön, Level 4. Noch mehr Fähigkeiten. Da wir jetzt einen eigenen LKW haben, würde ich sagen, Kraftstoff ersparen. Das ist nie verkehrt. Aber Sprit kostet Geld, ne? Hervorragend. So, komm, machen wir da drauf. So. Ja, so. Wir stehen in Ostrau. In Ostrau. Ein Eimer voll Fässer dahin gekarrt. Ja. Jetzt sind wir in Tschechien. Gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Vielleicht ein bisschen nach Süden oder so. Oder rüber nach Frankreich. Oder ganz nach Norden, aber da waren wir ja gerade erst. Mal gucken. Island. Gibt viel zu entdecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame ja auch noch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Dirt Rally zum Beispiel oder War Thunder. Das ist unten verlinkt in der Beschreibung. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal in Tschechien.